Die 80er Jahre waren wild. Nicht, dass ich mich daran erinnern könnte, ich bin in den 90ern geboren, aber wenn ich mir die Horrorfilme anschaue, die damals in die Kinos kamen, muss ich sagen, Chapeau. Legenden wie Freddy Krüger, Michael Myers, Alien oder Tanz der Teufel metzelten sich über die Kinoleinwand. 1987 kam dann schließlich ein neuer Sheriff in die Stadt, der Hellraiser. Und wer kennt ihn nicht? Der kahlköpfige, fahle Mann im Lederkostüm, der Nägel im Kopf stecken hat. Bitte? Der Typ ist gar nicht der Hellraiser. Der ist einfach nur auf dem Cover drauf. Ach so. Der richtige Hellraiser ist dieser Typ hier. Frank. Er kauft im Orient einen geheimnisvollen Zauberwürfel, der einfach die Box oder Puzzlebox genannt wird. Und diese Box ist genauso teuflisch, wie die Fingernägel dreckig sind. Als Frank an der Box dreht und zwirbelt, tauchen plötzlich 4 Hardcore-Bondage-Sadomaso-Folterknechte auf, die mit seinem Gesicht erstmal schön Puzzle spielen. Hier lässt Hellraiser in den ersten Minuten echt nichts anbrennen. Die Atmosphäre ist bombastisch und die Practical Effects sind furchterregend. Was sich die Filmemacher in den 80ern für eine Mühe gemacht haben mit den Body-Horror-Elementen in ihren Filmen, ist wirklich Top-Tier. Und ich muss zugeben, auch über 30 Jahre später sieht das noch verdammt gut aus. Es gibt ja so ein paar Filme, die sind wirklich schlecht gealtert. Die sehen geradezu albern heutzutage aus. Hellraiser gehört aber nicht dazu. Aber Thema albern, wusstet ihr, dass eine Zeit lang die Überlegung im Raum stand, den Film nicht Hellraiser, sondern What a Woman Will Do for a Good Fuck zu nennen? Und ehrlich gesagt, beschreibt das den Hauptplot überraschend präzise. Aber wie auch immer, Franks Überreste drehen sich an einem Karussell aus der Hölle und wir machen einen Zeitsprung. Franks Bruder Larry und seine Ehefrau Julia beziehen Franks ehemaliges Haus. Nachdem die Möbelpacker Julia sexuell belästigt haben und Larry ihnen Bier geholt hat, dann hole ich ein paar Bier. Ich habe hier nichts Besseres zu tun. Ja, die guten alten 80er Jahre, die waren noch wirklich wild. Da haben die Möbelpacker deine Frau sexuell belästigt und du gibst denen sogar noch Bier dafür. Das waren noch Zeiten. Durchsucht Julia das alte Zimmer von Frank. In einer Schatulle findet sie Bilder von Frank und erinnert sich daran, was für ein übertriebener Chicks-Terminator der doch war. Sie findet Bilder, wo er sexuelle Handlungen mit Frauen ausübt. Oder zumindest so tut. Wieso trägt er hier eine Hose? Ich weiß, der Film ist aus den 80ern, aber hier werden Leute zerstückelt, da ist ein bisschen nackte Haut zu viel verlangt. In einem Flashback erfahren wir, dass Julia eine Affäre mit Frank hatte und immer noch Gefühle für ihn hat. Wobei, Gefühle ist das falsche Wort, die beiden haben vielmehr eine verbotene, lustgetriebene Beziehung geführt. Und ich stelle hier jetzt mal eine gewagte These auf, der Film bedient unglaublich viele Klischees, keine Frage, allerdings sehe ich die Beziehung von Frank und Julia nicht als das klassische, der abusive und manipulative Mann verführt das wehrlose Mädchen. Ich halte Julia sogar für emanzipiert. Sie gibt sich nämlich sehr bewusst Frank hin und genießt ihre ungezügelten Sex-Eskapaden. Während sich Julia bildlich ausmalt, wie The Stallion Frank damals aus ihrer Keksdose genascht hat, verletzt sich Larry an einem Nagel. Weil er als übertriebenes Weichei inszeniert wird, rennt er sofort zu Julia. Dabei tropft Blut auf den Boden und sickert in die Diele. Der zerfledderte Kadaver von Frank unter dem Fußboden saugt das Blut auf und kurz darauf digitiert er von einem Matschhaufen in ein Klappergestell. Und hier sehen wir wieder übertrieben eklige, aber geniale Practical Effects. Heutzutage würde so eine Szene garantiert aus dem Computer stammen, was völlig unnötig ist. Das Grobe, Rucklige und Unperfekte in dieser Szene machen sie so morbide. Und damit eben perfekt. Übrigens, der Hellraiser-Schöpfer Clive Barker und sein Maskenbildner Bob Keane haben zur Vorbereitung auf diesen Film eine echte Autopsie von Medizinstudenten besucht. Da wurde eine echte Leiche gehäutet und es sollte denen dabei helfen, die Inszenierung von dem wiedergeborenen Frank besser hinzubekommen. Und ich würde sagen, das hat rein visuell echt gut funktioniert. Der einzige Haken war, Bob Keane musste sich wohl übergeben, als die Leiche dann das erste Mal geöffnet wurde. Und schwupps, da ist er wieder. Here's Johnny. Nein, nicht der. Frank is back. Und während Larry mit Freunden das Haus einweiht und lecker zu Abend isst, entdeckt Julia den neu auferstandenen Frank. Und was ist das Erste, was man sagt, wenn man einen sprechenden, verfaulten Kadaver sieht? Klar, man fragt: Oh, wer bist du? Und als ihr Frank steckt, dass er ihr ehemaliger Toyboy ist, will sie ihm natürlich helfen. Er braucht menschliches Blut, damit sich sein Körper wieder zusammensetzt. Daraufhin schmeißt sich Julia in ihr Puma-Outfit und lässt sich von Männern in Bars anflirten. Die Venusfalle schnappt zu und durch die Macht ihrer Lippen, Brüste und Vagina lockt sie einen Mann in das Zimmer, in dem Frank schon auf das frische Blut wartet. Ein gut positionierter Hammer und einige Schläge auf den Schädel später ist der lüsterne Liebhaber tot und Frank labt sich an seinem Blut. Durch das Blut setzt sich sein Körper langsam wieder zusammen. Versteht ihr, Frank ist der eigentliche Hellraiser. Weil der war ja tot, in der Hölle und kam dann zurück. Wisst ihr, der war der Hellraiser, weil er in der Hölle war und dann wieder zurückkam. Und ich wette,
jeder, der diesen Film nicht gesehen hat, weiß nicht, dass Pinhead, also der Typ mit den Nägeln im Kopf, dass das nicht der Hellraiser ist. Der Hellraiser ist nämlich Frank. In der Zwischenzeit lernen wir die Tochter von Larry kennen, Kirsty. Die ist ähnlich leicht zu haben wie ihre Stiefmutter Julia und lässt sich von dem alten Kippe im Mund verschwinden lassen Trick beeindrucken. Okay, genug. Ich kann ja sonst nicht mehr aufstehen. Dann leg dich doch hin, Mädel. Ja, ja. Die 80er. Kirsty hat Albträume und kann spüren, dass ihr Vater in Gefahr ist. Außerdem sieht sie immer wieder einen verlausten Landstreicher. Der kommt auch in die Tierhandlung, in der sie arbeitet. Als sie ihn anspricht, dreht er sich um und steckt seine Hand in einen Käfig mit Heuschrecken. Und hier muss ich einmal pausieren. Die Szene versinnbildlicht nämlich wunderbar, wie bescheuert die Dialoge in diesem Film sind. Also stellt euch die Situation vor. Ein mega creepy Landstreicher, der euch anscheinend zu verfolgen scheint, taucht bei eurer Arbeit auf. Ihr sprecht ihn an, woraufhin er sich umdreht und seine Hand in eine Schachtel mit Heuschrecken steckt. Was genau wäre eure Reaktion? A. Ihr weicht erschrocken zurück. B. Ihr ruft um Hilfe. C. Ihr beruhigt den offensichtlich geistig verwirrten Mann. Schauen wir uns mal die Auflösung an. Geben Sie die wieder her! Da steht Grindelbart, der Landstreicher, vor euch, spielt mit Heuschrecken auf seiner Hand und ihr denkt daran, dass er die bitte wieder zurück in den Behälter legt. Jeder normale Mensch würde ausrasten, wenn sowas passiert. Wie auch immer, Kirsty scheint ein sehr gefasster Mensch zu sein. Kurz darauf verfolgt sie Julia und bemerkt, wie sie einen weiteren Mann in das Haus ihres Vaters lockt. Als sie Schreie hört und ins Haus stürmt, sieht sie die groteske Gestalt von Frank. Durch einen geübten Griff in seine Guts, also literally seine Guts, kann sie entkommen. Gleichzeitig hat sie die Puzzlebox mitgehen lassen. Blutverschmiert und verwirrt bricht sie zusammen und wacht im Krankenhaus auf. Im Krankenhaus schaut sich eine der Schwestern gerade einen Serienklassiker aus den 80er Jahren an. Blüten. Aber ey, heutzutage gibt es Leute, die sich 18 Staffeln Grey's Anatomy angucken. Deshalb, ich will hier niemanden verurteilen. Schaut euch so viele Blüten an, wie ihr wollt. Mir ist schon klar, dass die Blüten einen Bezug zur Transformation von Frank auf der Metaebene haben. Ich fand die Szene trotzdem seltsam. Aber nicht so seltsam wie der Arzt, der Kirsty die Puzzlebox vor die Nase stellt mit der Aussage: Die Polizei wird Sie sprechen wollen, das wissen Sie ja. Oh mein Gott. In der Zwischenzeit wird das hier möglicherweise Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Ich kann mir die Situation, die zu dieser Szene geführt hat, sehr gut vorstellen. Der Produzent fragt den Regisseur, wie sehr sollen die Nebencharaktere die Handlung vorantreiben? Und er sagt nur so: Ja. Die Box steht also bereit vor Kirsty und sie macht sich daran zu schaffen. Ein paar knallbunte Spezialeffekte später öffnet sich eine Tür in der Wand. Die Box hat nämlich die Macht, Türen in andere Dimensionen zu öffnen. Kirsty wandelt kurz darauf durch einen langen, dunklen Gang und trifft auf eine schreckliche Monstrosität. Und auch hier kann ich nur wieder sagen, auch die Inszenierung dieser Kreatur kommt komplett ohne CGI aus und ist einfach richtig stark. Kirsty kann dem Monster entkommen. Kurz darauf kommt aber die Hardcore-Sadomaso-Bondage-Gang wieder vorbei und stecken Kirsty erstmal schön zwei Finger in den Mund. Pinhead, also der Anführer, erklärt ihr, dass Kirsty sie beschworen hat, weil sie die Puzzlebox geöffnet hat. Sie ist nämlich ein Medium und ruft die sogenannten Zenobiten. Sie bezeichnen sich selbst als Forschungsreisende, die in die weit entfernte Region der menschlichen Erfahrung reisen. Ehrlich gesagt ist es ziemlich kryptisch, was er da sagt, aber im Endeffekt ist es so, die Zenobiten lieben Leid und Schmerz. Es befriedigt sie und bringt ihnen große Freude. Daher sehen sie es als große Gunst an, wenn sie andere foltern. Das war auch der ursprüngliche Plan von Frank, als er die Box geöffnet hat. Er hat in seinem Leben als Mensch die ultimative Befriedigung gesucht. Dafür hat er wollüstig mit diversen Frauen Sex gehabt. Als das nicht mehr so gekickt hat, hat er dann nach dem ultimativen Thrill gesucht. Und er dachte eben, dass er sie bei den Zenobiten findet. Wir wissen natürlich, dass sie den brutal zu Tode gequält haben, allerdings spricht er dieser Erfahrung nicht alles Gute ab. Er sagt an einer Stelle sogar, dass es gut ist, diese Erfahrung mal gemacht zu haben. Ich habe versucht, mir einzubilden, dass ich diese Schmerzen nur träume, aber es ist Realität. Manche Dinge muss man erleben. Dadurch wird die Lust ja erst noch größer. Lust, Begierde und Schmerz, das sind alles zentrale Themen in Hellraiser. Denn ob etwas gut, böse, angenehm oder schmerzhaft ist, hängt von der Perspektive ab. Daher sagt Pinhead auch: Wer seid ihr? Für manche Dämonen, Engel für andere. Kirsty überzeugt die Zenobiten, dass sie sie zu Frank führen kann. Die glauben ihr nämlich nicht so richtig, dass ein früheres Folteropfer ihnen entkommen sein soll. Sie lassen Kirsty vorerst laufen. Die rennt zurück in das Haus ihres Vaters, um ihn vor Frank zu warnen. Frank hingegen war nicht untätig und hat in der Zwischenzeit seinen Bruder Larry getötet und sein Gesicht übernommen. Er kann Kirsty anfangs täuschen, sie riecht aber bald den Braten und kurz darauf gibt es das klassische Horrorfilm-Versteckspiel. Im großen Showdown tauchen die Zenobiten auf und setzen Frank außer Gefecht. Er wird von Ketten zerrissen und Kirsty kann fliehen. Die Zenobiten haben aber Lust auf mehr und verfolgen jetzt auch Kirsty.
Die benutzt ihre sicken Rubik-Cube-Fähigkeiten und schießt die Zenobiten einen nach dem anderen zurück in ihre Dimension. Natürlich untermalt von 80er Jahre Spezialeffekten, bei denen ich absolut keine Ahnung habe, wie die damals erzeugt wurden. Ich meine, damals hat man noch mit Rasierklingen und Kleberfilme geschnitten. Ihr seid doch immer so klug. Schreibt mir doch mal so richtig detailliert und klugscheißerig in die Kommentare, wie man das damals gemacht hat. Kirsty schafft es, den Würfel komplett zu schließen und die letzten Zenobiten verschwinden. In der letzten Szene wird dann der Landstreicher nochmal wichtig. Kirsty wirft den Würfel ins Feuer, der Landstreicher holt ihn heraus und geht in Flammen auf. Kurz darauf verwandelt er sich in ein riesiges, gehörntes Höllenmonster und fliegt davon. In der letzten Szene sehen wir wieder das Café im Orient. Ein ewiger Kreislauf ist also geschaffen. Hellraiser ist ein starker Horrorfilm, der jeden Splatter-Fan tief befriedigen wird. Die Handlung ist originell und hat Maßstäbe für viele weitere Horrorfilme gesetzt. Obwohl der Film über 30 Jahre alt ist, hat er seine Wirkung bis heute nicht eingebüßt. Er ist atmosphärisch, toll inszeniert und hat atemberaubende Practical Effects. Die Dialoge sind etwas verstaubt und auch die Charaktere sind etwas oberflächlich. Die Metaebene über die Lust, die verbotene Begierde und das Gute und das Böse sind aber aktuell wie eh und je. Ich kann nur sagen, greift zu und gebt euch Hellraiser. Ich gebe Hellraiser eine 8,5 von 10 Punkten und versichere euch, Hellraiser wird euch garantiert hooken. Hooken, versteht ihr? Weil die Zenobiten halten ihre Opfer ja mit Haken fest und foltern die. Hook, Haken und so. Ja, egal. Wie hat euch Hellraiser gefallen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ansonsten habe ich noch eine breite Auswahl an weiteren Videos für euch. Hier oben gibt es eine Review zum Mindfuck-Film The Mechanist. Solltet ihr euch unbedingt reinziehen. Und hier unten gibt es noch ein anderes Video. Und abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, sonst holt euch Pinhead. Nicht der Hellraiser, haben wir ja heute gelernt, sondern Pinhead. Also der Typ mit den Nägeln im Kopf.